Diese Veranstaltung wird mit unterstützt von Blind durch Hamburg. Erlebe und entdecke die schönste Stadt der Welt aus der Sicht eines Blinden bei einer außergewöhnlichen Stadtführung, die definitiv deine Sinne fordert. Weitere Infos auf blind-durch-hamburg.de. Also ich hab den Waffe. Ach, okay. Ich habe den Abgrund gefunden. Du musst eins werden mit dem Blatt. Ja! Es geht. Ja! Die erste Stufe! Und jetzt bin ich tot! Jetzt bleibt deutlich stehen auf dem Scheißteil! Das ist positives Jammern. Nein, es ist nicht! Nein, na, ich verliere all meine Leben. Oh, die Farben sind ja unglaublich. Ich bin ja. Oh! Das ging mir damals genauso auf den Sack, wie es mir heute auf den Sack geht. Ich höre die gar nicht bei mir. Och, nee, sind die dämlich. Wie würdest du dieses Spiel mit wenig Worten zusammenfassen? Meine Augen! Meine Augen! Die Perspektive ist zum Kotzen, die funktioniert nicht. Ich will nicht mehr. Ich höre einfach nur zu, das ist herrlich. Ich habe immer am Sonntag spätestens versagt. Ja, aber dann streng dich doch einmal an, dann können wir Schluss machen. Ich bin durch. Zu einer neuen Sondersendung von uns auf Twitch vom Retro Spiele Club aus Hamburg vom Retro Comfort Podcast. Einige werden sich jetzt fragen, warum schon wieder eine Gala? Da war doch schon eine am 5.12. Ja, und wir waren glücklich hinterher. Ihr habt uns wirklich geholfen, dass wir jetzt noch da sind. Ihr habt die Hilfe für 3 Monate uns gegeben und damit auch ja, einen Einstieg ins neue Jahr für uns gesichert. Staatliche Hilfen haben wir weiter noch nicht bekommen, da ist einiges unklar. Wir arbeiten daran und wie ihr jetzt gehört habt, ist der Lockdown weiter verlängert. Und wir wollen einfach auch eine gewisse Sicherheit haben, dass wir dieses Jahr für euch, für uns, für alle weitermachen können. Ja, wir haben auch dieses Mal ein besonderes Programm für euch in dieser Gala, denn wir spielen Spiele mit ihren eigenen Entwicklern. Ob die dann noch aktiv mitspielen, das werden wir gucken. Außerdem haben wir in den Panels noch spannende Talks, hoffen wir, denken wir. Und es gibt einen abschließenden Open-End-Stammtisch, da werden wir auch noch einiges zu quasseln haben. Ich denke auch, da werden einige Leute noch vorbeikommen. Also wir freuen uns auf euch. Ja, außerdem wollen wir natürlich auch auf unsere Podcast-Projekte wieder aufmerksam machen, auf unseren Retro-Pod, auf unser Retro-Pod-Universum und auch da wollen wir weitermachen. Viele Ideen sind ja durch Corona entstanden und auch die möchten wir nach der Corona-Krise natürlich weitermachen. Und da kann man uns helfen bei Patreon und Steady. Ja, wir wollen euch nicht nur Unterhaltung bieten, sondern wir möchten euch natürlich gerne auch was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jedem Unterstützer, der im Januar bei Patreon oder Steady neu abschließt, der kann, wenn er möchte, Steam-Keys im Wert von 25 Euro dazu bekommen. Muss einfach nur schreiben. Und jeder Einzelspender von euch kann auch einen Key bekommen. Schreibt da einfach mit in die Spende mit da rein. Ich freue mich über den Key. Dann kriegt ihr den. Weiterhin wird es natürlich in diesem Jahr noch das versprochene große Dankeschön-Event hier in der Location, unserem bespielbaren Museum, geben. Und auch an den Donnerstagen, sobald wir doch wieder öffnen können, bei unserem Open House, seid ihr herzlich willkommen. Denn wir wollen natürlich auch zeigen, was ihr hier mit unterstützt habt
und was wir hier gemeinsam aufgebaut haben. Ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auf jeden Fall auch im Jahr 2021 wieder, wie gehofft. Und ich bitte euch, lasst uns dafür gemeinsam sorgen, damit unsere Projekte weiterhin funktionieren und die Location hier erhalten bleibt. Denn ohne euch als Community wird das hier nichts und nur so können wir das alles durchführen. Ja, hi, hier ist der MHP75 und ich bin gerne Videostammtisch, weil es ist wie Zocken, eine gemütliche Runde, wie früher. Und ja, es tut einfach gut. Also, ciao. 2019 auf der Weihnachtsfeier im Retro-Spiele-Club Hamburg hatte ich die Möglichkeit, endlich die Leute kennenzulernen, die ich sonst im Podcast oder im Stammtisch gehört hatte. Und auch wenn 2020 durch Corona sehr vieles unmöglich wurde, so hatten wir doch die Möglichkeit geschaffen, gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben. Und das ist etwas, das ich auf keinen Fall mehr missen will. Ja, und weiter geht's im nächsten Panel. Einmal noch kurz als Vorbemerkung. Wir sammeln ja immer noch Unterstützung für unseren Retro-Spiele-Club und unseren Podcast. Die Infos seht ihr unten eingeblendet. Aber wir haben ja ein so volles Programm, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, hier auf alles einzugehen. Das ist wirklich Wahnsinn, was hier heute passiert. Und es geht wahnsinnig weiter. Das sieht man schon im Hintergrund. Reshoot A. Und wir begrüßen da den, ja, den Vater von Reshoot A, der gesamten Serie, den Richard Löwenstein. Hallo Richie, moin. Ja, grüß euch. Danke für die Einladung und viel Glück für euch heute, dass da gescheit was zusammenkommt. Wir würden uns sehr freuen, denn wie gesagt, die letzte Gala hat uns ja wirklich überhaupt ermöglicht, dieses Jahr noch zu erleben, also ja. Zumindest mit dem Museum. Und wir haben so viel Spaß an der Retro-Geschichte, wir haben so viel Spaß auch mit deinen Spielen und wir können auch nochmal gerne dazu sagen, wir haben dein Spiel ja bekommen zur Eröffnung damals, das hast du uns ja als hast du uns ja damals geschenkt zur Eröffnung und das läuft da wirklich oder lief da wirklich an jedem Tag, wo wir offen hatten. Und wir haben ja auch einen Spieler bei uns, schönen Gruß an Stefan, der hat ja bei uns in der Location das Reshoot A auch durchgespielt ohne Cheat und das war sensationell und dieser Titel ist eins der absoluten Highlights bei uns bei den Besuchern, weil die sagen alle, da stimmt doch was nicht mit dem Copyright, das ist doch ein Amiga-Spiel, das kann doch nicht neu sein. Doch, es ist neu und ich freue mich riesig auf den dritten Teil, also das ist die nächste Geschichte. Kurz noch begrüßen wir nochmal. Ja, da muss ich mich jetzt aber verabschieden, damit ich programmieren kann, damit es schneller fertig wird. Wenn du hast ein Jahr Zeit gehabt. Wenn wir es dann noch in der Live-Sendung spielen können, gerne, aber das wirst du nicht schaffen. Nee, nicht ganz. Wir begrüßen noch zwei weitere Gäste kurz. Einmal den Sebastian Greiner, den habe ich dazu geholt, weil er hat bei Facebook stolz geschrieben, dass er das Spiel durchgespielt hat und ich bin jemand, der schafft nicht bei den ersten Level regelmäßig und Sebastian spielt es mal ebenso kurz durch und deswegen kann er uns heute doch den Anruf. Eben so kurz durchspielen war das wirklich nicht. Also ich habe jetzt mal nach einem sehr stressigen Jahr, Arbeitsjahr, irgendwie ein bisschen Pause zwischen den Jahren gemacht und dann wirklich von Weihnachten an bis Silvester tatsächlich jeden Tag mindestens 2-3 Sessions dran gesessen. Also das war schon knackig. Und das fünfte Level ist das letzte Level. Das war halt sehr, sehr hart, dann noch diesen Endgegner, der dann da irgendwie auftaucht. Größter Respekt, wirklich, weil ich weiß, es ist nicht ganz einfach, ich weiß, man muss schon was tun und man muss was können, aber es ist halt geil zu sehen, dass man es auch schaffen kann, wenn man sich ein bisschen reinkniet. Bist du es entspannt durch, Richard? Nein. Okay, das ist ehrlich einfach. Haben wir noch einen weiteren Experten hier, den Willi Becker sehe ich. Du willst uns zeigen, wie man Reshoot A mit einem Leben durchspielt? Mit Sicherheit nicht. Hallo erstmal und ein frohes neues Jahr an alle und den Wunsch an Robin und Patrick, dass das tolle Spielemuseum, was ihr da in Hamburg aufgebaut habt, auch durch diese Veranstaltung heute hier weiter bestehen kann. Da drücke ich und alle anderen hier aus dem Team euch wirklich die Daumen. Richard, Hut ab, was du da so auf die Beine gestellt hast. Ich war ja relativ früh am Anfang auch mit dabei, mir das mal ein bisschen mal anzugucken zu können und wirklich toll. Und ich freue mich genauso auf den dritten Teil jetzt. Willi, ohne eure Spiele hätte ich das überhaupt gar nicht erst angefangen. Also es ist eigentlich euer Verdienst. Naja, jetzt hör mal auf. Nee, als Programmierer auch des Amiga aus den 80er Jahren noch, weiß ich, was da für ein Enthusiasmus auch hintersteckt, sowas durchziehen zu wollen, auch als Solo-Artist mehr oder weniger von der Programmierung her. Jetzt hast du natürlich Hilfe auch, was Grafik und Sound angeht, aber trotzdem alledem ist eine Menge Arbeit und ich kann das nachvollziehen, wenn man es dann durchgezogen hat und wenn es fertig ist, wie toll das eigentlich ist, so ein Projekt auf die Beine gestellt zu haben.
Danke. Ja, wir können ja einmal schlecht anfangen, indem ich spiele, weil ich werde ja keine 5 Minuten durchhalten. Und danach zeigt uns dann Sebastian vielleicht, wie es wirklich geht. Robin kann ja einmal auf mein Bild schalten. Mama. Wunderbar. Ich fand dieses Spiel von Anfang an gut, aber ich habe mich sehr blöd angestellt, muss ich zugeben. Ja, meine Standardfrage war ja immer, warum sieht das Raumschiff so aus? Aber ich finde es jetzt in dieses Raumschiff schon viel besser als im ersten Teil. Ja, ne? Und die Idee finde ich auch gut, dass man hier ja, wie gesagt, Extras einsammelt und beim Sterben sozusagen immer nur, bevor man richtig stirbt, immer nur die Extras verliert. Aber manchmal wird es dadurch richtig schwer. Magst du irgendwas kurz zu sagen, wie du mal auf diese Idee gekommen bist? Einfach so ein bisschen kommentieren, weil ich werde gleich schon tot sein, glaube ich. Ja, also wenn es okay ist, dann würde ich einfach gelegentlich mal was erzählen zu dem, was ich da so sehe. Also das Raumschiff ist aus der schlichten Not heraus geboren. Es ist ein geometrisches Objekt, was im Wesentlichen aus Dreiecken und Vierecken besteht. Und es ist einfacher zu bauen als jetzt ein wirklich gutes dreidimensionales Raumschiff, keine Ahnung, so ein R9 oder sowas. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Zeit du investieren musst, um wirklich gut aussehendes Raumschiff zu entwickeln. Das braucht Tage, das braucht Wochen, vielleicht sogar Monate. In Proxima 3 haben wir jetzt ein richtiges Raumschiff und wir sind jetzt mittlerweile bei, ich glaube, Version 17 vom Player Vessel, also vom Raumschiff, weil du immer wieder weiterentwickelst und weiterentwickelst. Und da haben wir bei Reshoot einfach erstmal gesagt, nee, komm, also wir bleiben im Rahmen unserer Möglichkeiten und machen jetzt erstmal ein Spiel. Und so ist erstmal das Raumschiff entstanden. Aber wir wussten schon, dass es in einem Raumschiff ähnlicher sein muss, als jetzt bloß so ein Quader, wie wir ihn in Reshoot haben. Das war auch unser größtes Problem, ne, Patrick? Als wir vielleicht kann Sebastian im Hintergrund schon mal sein Spiel starten, weil wir schalten natürlich gleich zu dir. Wir haben das auf der Gamescom damals gesehen und ich habe gesagt, also Scrolling toll, aber dieses Raumschiff, das sehen wir jetzt nämlich ganz kurz. Ich schalte einmal um zu Michael, der hat das nämlich gerade laufen, das Reshoot 1. Da haben wir gedacht, ja, das Spiel ist ja toll gemacht, aber dieses Raumschiff ist einfach kein Raumschiff. Ja, genau. Also bei Reshoot, beim ersten war es jetzt so, da war ursprünglich der Gedanke, dass wir so in diese Richtung dieser Neon-Shooter gehen. Also grundsätzlich überhaupt nur abstrakte Objekte, überhaupt nichts, was irgendwie naturalistisch aussieht. Das hat sich dann ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, als es ursprünglich vorgesehen war. Und dann war es da halt so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir haben einen Zeithorizont von einem Jahr. Wir wollen das Spiel, also Reshoot, nicht Reshoot A, sondern das erste Reshoot. Wir wollen dieses Spiel, dieses komplette Projekt in einem Jahr abschließen. Das ist einfach unser Vorhaben. So ist es gedacht. Und das ist halt, was wir in einem Jahr geschafft haben. Da gibt es dann eben bloß einen Quader, weil eben so ein richtiges Raumschiff, also mit einem, keine Ahnung, mit einer Pilotenkanzel, mit Triebwerken, bla bla bla, vielleicht noch irgendwelchen Triebwerksaccessoires dran. Sowas dauert eben sehr, sehr lange, bis man es richtig gut hinbekommen hat. Und da hat uns für Reshoot halt die Zeit gefehlt. Und bei Reshoot A haben wir dann gesagt, okay, wir wollen schon was haben, was einem Raumschiff ähnlicher aussieht, aber gleichzeitig wollen wir auch in einem gewissen Zeitrahmen bleiben, also in einem realistischer Zeitrahmen. In dem Fall der Kevin, der die Grafik, also der das Raumschiff designt hat, zusammen mit mir. Und das ist dann so quasi die Weiterentwicklung des Reshoot-Raumschiffs. Für Proxima 3 ist es nun so gewesen, dass wir ja schon sehr viele Assets da hatten. Die ganze Engine stand schon, also Proxima 3 muss ich vielleicht noch kurz dazu erklären, ist das Spiel, an dem ich jetzt gerade gemeinsam mit Martin Amon und Kevin Saunders bastel. Ganz kurz, Entschuldigung, Sebastian, ja. Spiel ruhig mal und schalt mal auf das Bild von Sebastian rauf. Ich würde nur sagen, wir können mal gucken, ich habe jetzt denn die Musik an, wenn das zu laut wird, sagt ihr einfach Bescheid. Dann genau, das machen wir gleich. Nur, dass wir entscheiden wir auf dich als Standbild, also nicht als Standbild, als Dauerbild, weil dann kann Richard dazu weitererzählen. Als Standbild wäre super, ja. Na, dann sehen wir ein bisschen was vom Spiel. Mach weiter, Richard. Das war einfach nur eben, damit wir ein schönes Bild haben. Genau. Naja, im Wesentlichen war es das auch schon. Das heißt also, wir haben Reshoot, haben wir diesen Quader gehabt, weil er einfach relativ schnell zu machen ist. In Reshoot R haben wir dann eine Iteration dieses Quaders gehabt, um halt ein Objekt zu haben, das trotzdem noch relativ einfach zu entwickeln ist und relativ einfach zu testen ist und aber trotzdem halbwegs wie ein Raumschiff aussieht. Und in Proxima 3 haben wir gesagt, nee, komm, jetzt wollen wir doch mal, jetzt haben wir auch schon viel Erfahrung, jetzt wissen wir, wie unsere Werkzeuge funktionieren. Wir kennen, also Kevin und ich, wir kennen uns gut, wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen. Und da haben wir gesagt, nee, komm, jetzt haben wir schon so viel gelernt mit Reshoot und mit Reshoot R, jetzt können wir auch mal ein richtiges Raumschiff entwickeln. Und deswegen werden wir in Proxima 3 auch tatsächlich so ein A9-Type-Ding irgendwie drin haben, ja, wie man es halt so klassisch kennt aus Gradius oder Nemesis oder was auch immer. Wie habt ihr das mit den Grafiken gemacht? Weil die sehen ja wirklich gut aus. Da gab es auch mehrere Iterationen, ne? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, das ist, ich meine, wir haben wahrscheinlich, würde ich sagen, 80-90% unserer Arbeiten haben wir tatsächlich weggeschmissen, weil super viele
super viel Grafik wird gebaut, wird eingebaut und dann als schlecht befunden. Ja? Und du, ich meine, Richard Arm, muss man vielleicht dazu wissen, war drei oder knapp drei Jahre in Entwicklung. Und im Rahmen dieser drei Jahre hat sich es von einer relativ einfachen Version mit 16 Farben, ein bisschen blauer Hintergrund, ein Parallax-Scrolling zu dem Spiel entwickelt, das wir jetzt dann eben gleich sehen. Das ist eine stetige Weiterentwicklung. Du lernst in diesen während der Entwicklung auch so super viel dazu, wie du mit 16 Farben oder mit mehr Farben, wie du damit noch schönere Grafik machen kannst, wie du vielleicht auch noch mehr Farben aus dem Amiga herauskitzeln kannst, wie du mit modernen Tools arbeiten kannst und diese Ergebnisse, Photoshop zum Beispiel, wie du die Ergebnisse aus Photoshop dann effektiv in den Amiga rüberziehst. Das Bild, was wir zum Beispiel jetzt gerade sehen, ist ja ist ein gerendertes Bild aus, ich weiß gar nicht, was Kevin dafür genommen hat, was für ein Tool. Halt einmal kurz hoch zu mir, Robin, genau. Genau, das ist jetzt also das Intro-Bild. Und da haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das jetzt auf dem Amiga portieren? Einfach so, dass man mal sieht, was der Amiga so kann. Leider schon weg, es war zu schnell. Ja, naja. Auf jeden Fall ist dann Hold the Modify 8-Bild drin, ja, mit Schieß mich tot ein paar tausend Farben, weil es der Amiga halt kann. Ne? Und man sieht es halt recht selten. Und da haben wir einfach dann, du guckst halt einfach auch, okay, was kannst du mit deinen Werkzeugen leisten? Und dann guckst du, okay, dann überlegst du, wie schaffe ich es jetzt, dieses Ergebnis, das ich mit meinen Werkzeugen erstellen kann, das ich vielleicht auch in meinem Kopf habe, was ich also gerne spielen würde, was ich gerne sehen würde, wie schaffe ich das jetzt in den Amiga reinzuquetschen? Und dann musst du dir halt Wege überlegen. Ne? Und da entsteht super viel Zeug, vieles davon schmeißt du weg und 10-20% von dem Zeug, was du so baust, schaffst dann tatsächlich auch in das endgültige Spiel. Ich frage dich eigentlich ja jedes Mal, warum könnt ihr nicht versuchen, in irgendeiner Form noch eine abgespeckte Version von Amiga 500 zu machen? Mich fragen so viele Leute, warum wir würden das auch so gern spielen, weil ich denke mal, da ist ja noch ein Riesenmarkt, ist übertrieben, aber ein Riesen-Retro-Markt auch für die alten Amigas, weil im Endeffekt, gut, die Grafik kriegt man so nicht hin, brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt ja auch auf dem Amiga, auf dem normalen Amiga, sag ich jetzt mal, Möglichkeiten, solche Spiele zu machen und ein Spiel jetzt wie R-Type oder andere Sachen, die waren ja auch schon auf dem Amiga brillant. Warum gibt es nicht irgendeine Art von Reshoot auf dem, in Anführungszeichen, normalen Amiga? Tatsächlich hast du mir die Frage noch nie gestellt. Doch, ich habe sie dir jedes Mal gestellt, nämlich auch auf der Amiga Live, als du neben uns den Stand hattest, wo du sagtest, glaubst du echt, das würden welche kaufen, hast du uns zurückgefragt und habe genau. Ich mit Ja geantwortet. Wie habe ich mich denn da rausgeredet? Du hast gesagt, mal gucken, ist technisch schwierig, aber im Endeffekt wäre es vielleicht doch eine Überlegung, wenn man an den kommerziellen Aspekt denkt, weil ich denke auch, dass ich eine Amiga 500 Version tatsächlich verkaufen kann. Kann sein. Also tatsächlich ist es so, dass es technisch geht. Man müsste vielleicht eine Parallax-Ebene rausnehmen, weil die nämlich aus Sprites aufgebaut ist und der Amiga 500 hat nicht dieselben Sprites wie der Amiga 1200, den wir hier gerade sehen, oder CD32, was auch immer. Die Parallax-Ebene müssen wir rausnehmen. Wir müssten wahrscheinlich den Nebeleffekt reduzieren, den wir jetzt hier gerade schön sehen. Aber ansonsten, also die Abläufe könnte man identisch hinkriegen und dann müsste man halt sich überlegen, wie man es trotzdem noch so baut, dass es schön aussieht. Ganz ehrliche Antwort auf deine Frage ist, ich habe keine Lust. Ich habe einen 1200er zu Hause, ich habe keinen Amiga 500 zu Hause und ich liebe halt meinen Amiga 1200. Ich finde, das ist halt eine schöne Kiste, mit der man viel machen kann und vor allem auf dem Amiga 500 gibt es halt schon Spiele, die ziemlich das Maximum des Denkbaren rausholen. Keine Ahnung, so ein Turrican 3 oder ein Lionheart oder ein Shadow of the Beast 3 oder sowas, ja. Da ist schon super viel drin, dessen, was ein Amiga 500 kann und ich habe ernste Zweifel, dass ich es besser könnte. Aber wie viele wirklich gute Spiele für den Amiga 1200 gibt es oder für das CD32, die echt was rauskitzeln aus der Hardware. Und das ist so, das motiviert mich halt. Ja? Ich möchte halt ein Spiel entwickeln oder wollte mit Reshoot ein Spiel entwickeln, das schon so ein bisschen ein paar so Momente hat, die man vielleicht auf einem Amiga jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Und dasselbe gilt dann leider auch wieder für Proxima 3. Also auch Proxima 3 oder Reshoot Proxima 3 wird ebenfalls wieder ein Spiel für Amiga 1200, CD32, Amiga 4000 werden. Einfach weil der Chipsatz in diesen Systemen noch nicht so wirklich ausgereizt wurde. Und ich das Gefühl habe, ja, da hätte ich Bock mal zu gucken, wie weit man da gehen kann, was da so möglich ist.
Aber ich meine, ich sag mal so, also wenn jetzt jemand auf mich zukäme und sagt, okay, hör mal, Richie, ich verstehe, du hast keinen Bock drauf, eine Amiga 500 Version zu machen, was denn, wenn du mir den Source Code gibst, ja, dann würde ich da eventuell mit mir reden lassen. Also Aufruf an alle, wir wollen eine Amiga 500 Version. Schade, ich kann es leider nicht, sonst hätte ich jetzt schon den Aufruf gestartet. Willi zeigt schon den Daumen nach oben. War das eine Bewerbung? Nein. Nee, nicht wirklich. Aber für mich stellt sich da eigentlich die nächste Frage direkt. Was ist mit Retro-Konsolen? Also ich könnte mir vorstellen, dass sich Richard gut zum Beispiel auf dem Super Nintendo, auf dem Mega Drive auch portieren lassen würde oder auf anderen Konsolen halt. Was hältst du denn davon? Mega Drive, ich sehe das Spiel total auf Mega Drive. Das ich ist, auch. Das hat für mich total den Drive, den ich auf Mega Drive, den ich auf Mega Drive, den Flow, den ich auf eine Mega Drive erwarten würde. Mhm. Ich habe es tatsächlich mal versucht, da hakt es momentan einfach nur daran, dass ich auf einem Mac entwickle und ich habe auf dem Mac noch keinen Emulator gefunden, mit dem ich vernünftig debuggen kann. Unter Windows-Systemen gibt es, auf dem Mac gibt es kein, also die Emulatoren, die ich ebenfalls kenne, mit denen kannst du nicht debuggen. Und Willi, du weißt, wie wichtig das ist, dass ich eben Fehler im Programmcode finden und dann eliminieren kann. Und dazu brauche ich einen vernünftigen Debugger, einen Hardware-Debugger, mit dem ich direkt am besten die Chips abfragen kann und halt wirklich ins System reingehen kann. Absolut korrekt, ja. Und solange ich das auf dem Mac nicht habe, wird es, ja, ich meine, da müsste ich mich halt theoretisch auf Windows umgewöhnen. Da habe ich halt so auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Kann aber sein, dass ich ab diesem Jahr gezwungen bin, mit Windows zu arbeiten. Und dann möglicherweise würde ich mich doch nochmal mit einer Mega Drive-Umsetzung auseinandersetzen, weil der Code steht. Die CPU ist genau dieselbe, Amiga, Mega Drive, exakt dieselbe CPU. Die technischen Fähigkeiten des Mega Drives sind denen vom Amiga 1200, wenn überhaupt, vielleicht sogar überlegen, vielleicht auf selben Level so in etwa. Und ich habe mich auch schon mit der Hardware auseinandergesetzt. Also technisch sollte das machbar sein. Willi, du kannst es sicherlich besser einschätzen. Aber also solltest du dich da wirklich zu entschließen und eine Mega Drive-Version planen? Ich kenne da jemanden, der hat schon mal auf so einem Ding programmiert und kann dir da mit Sicherheit auch weiterhelfen. Okay. Ganz kurz begrüßen wir noch einmal den Martin Amann bei uns, weil das Panel ja auch heute nicht so lange dauert. Martin, magst du noch ein paar Worte zum Spiel sagen? A, falls das nicht jeder weiß, was hast du damit zu tun oder hast du was damit zu tun und was ist für dich das Besondere daran? Darf ich nur ganz kurz noch was sagen? Natürlich. Weil ich habe in 5 Minuten mein nächstes Zoom-Meeting und müsste mich jetzt schon wieder verabschieden. Ich wollte es aber nicht, ohne dass ich Richie auch nochmal gratuliere zu seinem tollen Projekt. Deswegen bin ich überhaupt hier drin. Und wegen Mega Drive meldest du dich bitte, ja? Absolut, super. Und vielleicht Willi, sehen wir uns ja heute nochmal zufällig wieder, Willi. Ja, wir werden uns vielleicht zufällig heute noch wiedersehen, spät am Abend. Danke. Alles klar. Bis dann, ne? Ciao. Ciao, ciao. Martin. Tschüss. Wir hören den Martin. Martin, wir hören dich nicht. Leider hören wir dich nicht, Martin. Entweder hast du dein Mikro nicht. Falsches Mikro an, bestimmt. Ja. Ansonsten machen wir Lippenlesen. Und du brauchst die Beleuchtung in der Fleischtheke, damit du ein bisschen saftiger aussiehst. Er ist ein bisschen grau im Gesicht, aber mach erst mal den Ton an. Ja! Er hat Hautfarbe. Ist doch keine Computer. Aber deinen Ton brauchen wir noch. Ja. Martin. Nur noch Minuten haben. Ah, da ist er. Ja, hallo, Martin. Ja. Soundkarte mit 12 Milliarden Ein- und Ausgängen. Es ist die Hölle in Tüten. Natürlich. Euch alle. Hi. Martin, grüß dich. Servus. Richtig, hi. Ja, ich sollte mich kurz vorstellen, aber ich bin der Martin und das muss auch irgendwie reichen. Und ich bin bei Reach darf ich unumwunden sagen, für den guten Ton zu spielen. Und der ist wirklich gut. Vielleicht kann Sebastian mal ein bisschen die Musik aufdrehen, ganz kurz, damit wir mal hören, was da so passiert. Ich glaube, der spielt gerade. Der sollte ja. Oder er ist gerade abgestürzt. Ja, ist ja so weit, wie ich noch nie in meinem Leben war. Ich bin ja ein sehr schlechter Aber ja, ich bin jetzt dazu gestoßen, relativ spät, muss ich sagen. Aber habe ja schon ein bisschen gehört, dass der Richie ein bisschen erzählt hat. Und ich weiß nicht, hast du denn schon ein bisschen mehr von Proxima erzählt? Oder sind wir noch bei Reshoot A? Oder wie sieht's aus? Wir sind gerade bei Reshoot da noch. Über die Musik habe ich noch nicht so irre viel erzählt. Zwischenbemerkung. Du sagst immer Reshooter. Das heißt, wir sollen gar nicht Reshoot A sagen, sondern Reshooter. Oder was ist jetzt korrekt? Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Jeder, okay. jeder wie er es liebt. Genau. Ich mag es Reshoot Arich. Ja, ich hatte das die große Ehre, die Musik für dieses Spiel beizusteuern und war für mich ja ein bisschen so
endlich mal auf dem Amiga was zu machen, was nicht nur jetzt in meinem Kinderzimmer stattfindet, wie es in meiner Jugend halt war, sondern dann auch mal ein bisschen ein Projekt was beizutragen, was dann auch in die große, weite Welt geht. Und ist halt so passiert, der Richie und ich haben uns ja auf der Gamescom kennengelernt. Ich hatte damals noch mit dem Patrick Mevian, hatten wir zusammen einen Stand und dann haben wir das da gespielt und auch ein bisschen gezeigt. Dann habe ich mit meiner Frau da gesessen, haben wir gespielt und dann das Original Reshoot einfach. Und das war ja auch für mich der erste große Kontakt wieder mit einem modernen Amiga-Spiel, was mir ja sehr, sehr zugesagt hat. Fand das halt auch sehr geil. Hab dann natürlich auch erstmal allen erzählen müssen, boah, toll, Amiga, neue Spiele, großartig, ne, was da jetzt noch passiert. Und dann haben wir gespielt und gespielt und gespielt. Und dann habe ich nur gesagt, naja, ich könnte mir mal vorstellen, dass man da neben der fetzigen Grafik, die wir haben, ein bisschen den Sound aufbauen könnte. Und mit meiner ganz, ganz, ganz großen Klappe, die ich da hatte, habe ich dem Richard das halt auch ein bisschen ins Gesicht diktiert und habe gesagt, ja, kannst du ja. Dann hat er gesagt, naja, kann man ja machen, aber wenn du den Hafen so aufreißt, der muss auch liefern dann. Also er hat es ein bisschen, sagen wir mal, schöner ausgedrückt, aber am Ende war es das so. Und ja, dann haben wir ein bisschen da Demos hin und her geschubst und dann hatten wir relativ zügig den Soundtrack für das Spiel eigentlich fertig. Da gab es dann noch viel Feintuning etc. Und ich habe halt nach jahrelanger Produktion für Musik, die man so hören kann in Clubs dieser Welt, das erste Mal mich wieder in der Amiga gesetzt und habe es sehr genossen, eine Limitierung zu erfahren. Weil nachdem ich dann das erste große Reshoot A Ingame-Ding fertig hatte, kam der Richter und meinte, ja, ist schön, gefällt mir gut, ist aber zu groß, ne? Das waren damals 364 Kilobyte, 374 Kilobyte, er gesagt, das kann ich nicht machen. Und habe ich gesagt, das muss ja gut klingen. Hat er gesagt, ja, es soll ja auch gut klingen, soll nur kleiner sein. Nee, genau, es soll besser klingen und halb so groß sein. Genau. Das mehr wollte ich doch gar nicht, Martin. Mehr war es ja am Ende auch nicht. Ja, nee. Hast du ja hingekriegt. Ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja. Ne? Und je kleiner das Mod wird, desto größer die Aufgabe. Und dementsprechend, das ist jetzt meine Aufgabe. Und die das spielen, haben ja, das kann Glück und auch Pech gleichzeitig sein. Wir haben uns damals dazu entschieden, in jedem Level von Reshoot A ist quasi immer dieselbe Musik drin. Ja, also in jedem Level ist immer dieselbe Musik. Deswegen höre ich ja nie das Ende, weil ich immer sofort sterbe. Ja, aber ganz ehrlich, musikalisch brauchst du da auch nicht jetzt auf was Neues zu warten. Natürlich beim Abspannen gibt es natürlich was Abwechslungsreicheres noch dazu. Aber so viel darf ich hoffentlich verraten. Bei einem Successor, wie sagt man das, ne? Beim Nachfolger wird es dann vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung geben. Ja, Martin, da kannst du schon sagen, was Sache ist hier. Ja, ich darf sagen, was Sache ist. Ich darf sagen, Richard hat die Latte, die ja hier lag, also relativ hoch schon, nochmal außerhalb des Bildschirms gehoben, denn die Ansage war diesmal, Martin, du kannst ja so schön Musik machen, die ein bisschen klein ist, ne? Die musst du noch kleiner machen. Und übrigens, klau dir noch einen Kanal. Habe ich dir nicht sogar zwei Kanäle geklaut? So in die Richtung war das. Also ich habe jetzt die große Herausforderung bekommen, das Reshoot Proxima sollte halt ähnlich fetzig klingen, aber hat halt technisch gesehen wirklich jetzt nur noch zwei Kanäle zur Verfügung. Das ist ja so ein Hobby auf dem Amiga. Da gibt es ja viele Menschen, die machen Musik auf zwei Kanälen. Das ist auch mal sehr, sehr spannend. Da sind immer sehr, sehr sehr pfiffige kleine Tricks, um da auf zwei Kanälen coole Musik zu machen. Aber nicht böse gemeint, es sind meistens halt immer noch weiterhin Chiptunes oder Chiptunes-ähnliche Musik. Oder Musik, die halt einfach klingt, wie wir sie noch kennen, aus den guten goldenen Zeiten, Anfang der 90er. Und wir wollten halt trotzdem diesmal nach wie vor es irgendwie den inneren Standard halten und Musik zu machen, die halt modern ist. Moderne, frische Musik, ja. Und die halt dann auf zwei Kanälen läuft und natürlich auch wesentlich kleiner wieder sein sollte, damit wir ein bisschen mehr Grafikspektakel haben, dass wir mal ein bisschen mehr Abwechslung im Spiel haben, dass das Spiel einfach insgesamt größer und runder wird. Und trotzdem sollte es keinen Abfallen in der Musik geben. Ne? Also die Herausforderungen waren wesentlich größer. Na, und wir haben für jede Stage eine Musik, ne? Diesmal also eine eigene Musik für jede Stage. Jede Stage bekommt jetzt ihre eigene Musik, was natürlich auch sehr viel der Abwechslung gut tut, da muss man sagen. Ne? Also vielleicht kurz zum Hintergrund, warum habe ich Martin zwei Kanäle weggenommen? Ich wollte einfach mehr, die Balance zwischen Soundeffekten und Musik sollte ein bisschen ausgewogener sein.
Und außerdem wollte ich dem Martin auch eine Challenge aufbürden. Ja. Mir selbst übrigens auch. Davon abgesehen war es auch so, dass ich bei Reshooter ab und zu mal die Kritik bekommen habe, dass das Spiel 1,6 Megabyte an Chipmem voraussetzt, damit es läuft. Und da gibt's halt viele Leute, die haben ihre Amiga Workbench halt aufgepimpt ohne Ende. Und die haben dann halt nur noch 1,3, 1,4 Megabyte frei und die können dann halt Reshoot A nicht ohne weiteres spielen. Die müssen dann in die Startup-Sequenz gehen und ein bisschen so eine game-kompatible Startup-Sequenz starten und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich gerne oder möchte ich generell bei Proxima 3 mit weniger Chipmem auskommen. Deswegen müssen die Musikstücke rein vom Speicher Fußabdruck her ein bisschen kleiner werden. Und idealerweise mit zwei, an einigen Stellen auch mit drei Kanälen auskommen, damit die Soundeffekte noch ein bisschen mehr Druck bekommen. Und ich glaube, dass wir sind im Prinzip mehr oder weniger durch mit der Sound Engine. Die funktioniert, die läuft. Das ist schon geil. Also ehrlich, ich habe es heute früh noch mal kurz gespielt und boah, fett. Also kommt schon ganz gut. Also Martin, was du da geleistet hast, ist wieder mal sensationell. Ich wollte kurz einmal auf Sebastian hinweisen, der jetzt schon im Level 3. Genau, Level 3 ist. Also ja, es geht fröhlich weiter. Ja, es ist echt geil. Der spielt da einfach mal so gerade durch. Ne? Schon irre. Also da hätte ich jetzt tatsächlich schon ein Problem. So, Stage 3 ist für mich schon, muss ich schon hart kämpfen, damit ich da hinkomme, wo wir hier gerade sind. Ist das schon kurz vom Bossgegner, wenn ich das gerade so richtig sehe. Wie viele Leute testen denn sowas auf den Schwierigkeitsgrad und wie schätzt ihr ab, was ist noch schwer und nicht? Weil wie gesagt, ich habe nun jemanden gesehen, der hat es durchgespielt auf unserer Location und ich selber versage schon im ersten oder Anfang des zweiten Levels normalerweise. Ja. Ich glaube, Robin hat bis heute den zweiten Level noch nicht mehr gesehen. Doch, eben gerade. Ja, ich meine jetzt beim selber spielen natürlich. Ja, okay. Wer spielt denn heute noch selber? Du gehst auf YouTube und guckst Let's Play, so ist es doch. Aber warum promierst du dann ein Spiel? Da hättest du doch gleich einfach ein Video drehen können. Nein. Nee, tatsächlich sind die Retro-Events immer ganz cool. Keine Ahnung, so ein Amiga 32, ein Amiga 34 Gamescom und so weiter. Da bin ich ja ganz gerne mal dabei und zeige meine Spiele. Reshoot und auch Reshooter. Und dann gucke ich den Leuten halt zwei, drei Tage lang einfach über die Schulter und schaue gerne unbeobachtet zu. Also ich selbst mache mich nicht bemerkbar als Programmierer, sondern ich stelle mich 5 Meter hinter dem Bildschirm und gucke einfach mal, wenn die Leute den Controller in die Hand nehmen und beobachte dann, was passiert denn da jetzt? Ne? Und gleichzeitig bin ich selber eher so ein mittelguter Gamer, würde ich sagen. Das heißt also, wenn ich hart zu kämpfen habe, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Challenge. Und das ist so der Schwierigkeitsgrad, den ich selber so anpeile. Jetzt ist es bei dem Spiel, also bei Reshooter ist es so, es ist offensichtlich für einige Leute ein bisschen hart. Also so das Level 2 oder 3 sollte man eigentlich schon erreichen, relativ entspannt erreichen können. Übrigens, kleiner Teaser, nach Stage 2 gibt es Continues. Also man muss, man kriegt dann schon eine ganz gute Hilfe. Aber es wird auf jeden Fall bei Proxima 3 wird's eine Erleichterung geben. Da wird es 2 Schwierigkeitsgrade geben. Und der leichtere von den beiden Schwierigkeitsgraden, der wird unter anderem die Schussfrequenz der Gegner beeinflussen und dann glaube ich, dann hat man auch als Gelegenheitsspieler eine gute Chance, auch mal die späteren Stages selbst aktiv zu erleben und nicht bloß in Anführungszeichen auf YouTube oder jetzt hier bei eurem Stream. Wir können mal kurz auf den Chat eingehen. Der Razer XG schreibt, er hat es auf der Amiga 34 durchgespielt. Ja. Und dann gibt es jetzt noch 2 weitere Fragen. Einmal von Nice to Sushi You. Wie viel FPS der Amiga denn beim Spiel schafft? Ob das mehr als 20 sind? Ja, 60 natürlich. Also grundsätzlich, es wird von mir nie ein Spiel geben, das irgendwie Kompromisse bei der Framerate eingeht. Niemals. Also für mich, ein gutes Spiel muss immer 50 in PAL oder 60 in NTSC Frames schaffen, sonst ist es für mich uninteressant. Zweite Frage von Jungsies Corner. Er mag das Spiel auf seinem CD32, er ist aber kein guter Spieler. Gibt es eventuell Cheats dafür? Ja. Ja. ich muss zugeben, ja, die gibt es und sie funktionieren auch. Kurze Frage. Ich bin gerade ohne große Übung aber in zweite Level gekommen. Ist es gut, ohne Cheat? Ja. ich zock's da zum ersten Mal länger als ein paar Minuten. Also. Okay, krass. Dann, ja, aber man muss dazu sagen, Manfred ist immer der, der bei den Videostammtischen, ohne zu reden, die Spiele durchspielt und am Ende dann sagt, er ist fertig, er ist durch. Das haben wir bei uns auch im Trailer immer wieder gesehen. Mhm. Das ist so ein Running Gag. Wir sehen nicht viel von ihm, aber er schafft eigentlich jedes Spiel eher als wir. Deswegen wundert mich das jetzt gar nicht, Manfred. Also okay. Frustriere uns bitte nicht, indem du sagst, das spielt man mal so eben weiter. Nein, mit Üben kommt man weit, aber
Ich habe auch noch ein Ziel. Ich will irgendwann mal einen dritten Level. Mehr will ich gar nicht. Ja. Okay, ich glaube schon, auch, dass man kann es schon schaffen. Also es ist jetzt nicht unfair. Also es gibt ja viele Amiga-Spiele, die sind einfach nur schwer und unfair. Und man stirbt dann an Stellen, wo man einfach nichts machen kann, weil es der Zufall vorherbestimmt. Bei Restore ist es schon so, wenn man trainiert und wenn man seine Reflexe, wenn man seine Reflexe trainiert und so die Abläufe ein bisschen einstudiert, dann kommt man auch weiter. Das klappt schon. Das ist Übungssache. Sag mal, Richard, ich habe eine Frage. Hast du auch mal was in der Demo-Szene gemacht? Weil dieser zweite Level, das sieht jetzt aus wie ein Demo-Effekt, wie ein Effekt aus der Demo-Szene, finde ich. Nein, ich habe nie was in der Demo-Szene gemacht. Ich habe mal 2, 3 Crack-Throws auf dem C64 entwickelt. Aber ich habe ja beim Amiga-Joker, kurzer Spoiler, ich habe beim Amiga-Joker mal die Chefredaktion inne gehabt. Und ich habe damals auch die Demo-Corner, die Demo-Galerie eingebracht in das Magazin, weil ich halt diese ganze Demo-Szene total verehre, die Effekte und so weiter und so fort. Und der Effekt, der jetzt gerade im Hintergrund zu sehen ist, der basiert auf einem Dialog mit dem Oliver Lindau. Das ist ein Szenegrafiker. Und der hat das mal auf dem C64 tatsächlich entwickelt, so einen ähnlichen Effekt. Und ich wollte mal wissen, wie er das auf dem C64 gemacht hat. Der Dialog dürfte so 5, 6 Jahre alt sein. Und habe es mir mal kurz erklären lassen, wie es auf dem C64 funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das sieht so geil aus. Das muss ich auf dem Amiga halt mal machen jetzt auch. Ne? Und zwar in einem richtigen Spiel. Es gibt nur 2, 3 Spiele, die das auf dem Amiga tatsächlich tun, nämlich Lionheart und Star Ray, glaube ich. Da habe ich es mal gesehen. Ansonsten noch kein Spiel und dann aber auch nicht mit dieser Gegnerdichte. Bei Lionheart ist ja relativ wenig Action tatsächlich. Also ja, es ist super viel inspiriert von der Demo-Szene. Nein, ich selber war nie Teil der Szene. Wir können schon mal dazu sagen, um 19 Uhr haben wir den Oliver auch in einem Panel. Also er ist ja auch oft zu Gast bei uns im Retro-Komfort und auch in den Podcasts. Also Eigentlich? Sebastian, wir hören dich, ja? Ja, ihr hört mich. Ich habe mal eine Frage, wieso kann ich mich durch die Steine schießen, aber die Gegner und die Lenkraketen kommen durch die Steine? Weil die aus das ist eine Form von Physik. Die kommen aus der Zukunft. Also übrigens, bei mir hier kann ich mich unter den Steinen verstecken. Ja. Und dann ist auch eine tolle Idee, finde ich. Also wenn ich hier unten lang gehe, ist es viel leichter, weil die Asteroiden oben zerschmettern. Also die Asteroiden kommen nicht aus der Zukunft anscheinend. Nein, die sind ungefähr 3 Millionen Jahre alt. Aber genau das ist der Punkt. Es sind halt so ein paar Momente in dem Spiel, wenn du, also viele, es sind wahnsinnig viele Details drin, wie zum Beispiel das, was du jetzt gerade erwähnt hast. Wenn man ein paar Mal spielt, dann entdeckst du halt die Kleinigkeiten, wie du das Leben halt doch leichter machen kannst. Zum Beispiel, wenn du auf diese kleinen Schlangen da schießt, ja, du musst ja erstmal rauskriegen, wie du die überhaupt tötest. Die scheinen ja, wenn du das erste Mal spielst, gar nicht drauf. Man scheint sie nicht killen zu können. Es geht aber doch, du musst halt den Schwachpunkt finden. Und deswegen aus den kleinen Stein, aus dem sie wachsen, sozusagen ganz zerstören. Ganz genau. Und deswegen blinkt der auch, wie es bei jedem guten Shoot'em-up tun muss, aber eben nicht immer tut. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Shoot'em-ups, gerade auf dem Amiga, die so Basics nicht können, wie zum Beispiel, dass die Gegner halt aufblinken, wenn sie getroffen werden. Und aber das sind die Details, die ein Spiel gut machen, aber die eben auch Zeit kosten. Ja? Deswegen stecken eben 3 Jahre an Arbeit hier drin. Wir gehen nochmal zu Sebastian, der hat gerade, glaube ich, einen Endboss. Oder war das ein Zwischengegner? Nee, das war der Endboss von Level 4. Ja, herrlich, wunderbar. Er spielt es mal eben live durch, ey. Das ist so geil. Nochmal ein kleiner Hinweis aus dem Chat, kam mehrfach schon der Wunsch für die Konsolenfassung. Also das geben wir auch gerne mal weiter. Okay. Wir haben schon jetzt auf die Konsolenfassung gewartet. Mega Drive oder Super Nintendo oder Engine? Oder? Mega Drive ist mit Sicherheit die richtige Basis. Mega Drive passt, glaube ich, besser. Hier wird ständig Mega Drive geschrieben. Prisma schreibt, die Mega Drive-Version würde sich wie geschnitten Brot verkaufen. Miriam schreibt, eine Mega Drive-Version wäre schön. Und Frank the Tank L schreibt, wird es einen Konsolenport geben? Also das ist jetzt schon Diskussionsgrundlage. Nur weil ihr es kurz angeteasert habt. Ich liebe ja auch das Mega Drive. Das kommt ja noch dazu. Also ich hätte auch Bock drauf. Sebastian spielt jetzt eine schöne Stelle. Das habe ich mal ausprobiert und ich finde das so verwirrend, dass dieser Vordergrund ja natürlich dich verdeckt. Dadurch wird es ja noch schwerer, weil man die Kugel nicht sieht. Da musst du dir die Kugel dann merken. Also es ist nie so, dass irgendwas also es kommt nie irgendwie unfair angeschossen, sondern es ist immer so, dass Gegner erst dann schießen, wenn du wirklich weit genug entfernt sein kannst und also eigentlich weißt, wie die Geschossbahn ist. Also ich glaube, man muss hier nicht unfair sterben. Man muss nicht unfair sterben, ja. Genau. Ja, immer fair. Ist das der Teil, wo da so eine Säule vorm Endgegner ist?
die Schüsse verdeckt. Das gibt es ja nämlich später bei einem Endgegner. Ganz genau. Das fand ich auch sehr interessant, weil du siehst ja, dass die Schüsse sozusagen vor der Säule dann sind und dann weißt du ja schon, wo sie hinten wieder rauskommen. Ganz genau. Und dein eigenes Raumschiff wird auch von der Säule verdeckt. Fand ich auch eine tolle Idee. Also es ist schon, man merkt, dass du viel Zeit investiert hast in diese Details, diese Kleinigkeiten, die das Spiel gut machen. Freut mich. Also ich glaube, dass man kann es, wenn man es flüchtig betrachtet, als unfair erachten, aber wenn man spielt und sich übt, dann erkennt man schon, da ist schon ein Muster dahinter. Man kann das Ganze, man kann das Spiel schon schaffen. Auch diese Stellen, die so. Ja, Apydia hat was Ähnliches gemacht am Anfang im ersten Level mit den Grashalmen. Die haben einen auch da immer so ein bisschen verdeckt. Also das ist jetzt schon, es ist nicht unfair, weil man es ja sieht. Ja, genau. Man ist jetzt nicht komplett blind. Ganz genau so ist es. Du kannst auch beruhigt sein, Richard, auch Leute, die kein Amiga 1200 haben. Miriam schreibt im Chat, sie hat die Reshoot-Version zum Geburtstag bekommen und hat aber weder ein 1200 noch ein CD32, aber sie hat schon mal das Spiel. Ja. Ich habe das Spiel auch noch mit einer tollen Widmung, ne? Ja, geil. von der Amiga 34 noch. Da hat jemand auf den Karton rumgekritzelt. Gleich in den Müller mal schmeißen. Aber ganz ehrlich, du hast ja einen TI-99 da im Hintergrund, sehe ich gerade. Wie geil ist das denn? Ja, und einen TRS-80. Ach, das ist ja der Hammer. Mein erster Computer, TI-99, sehr cool. Aber dafür gibt es keinen Reshoot, das können wir vergessen. was gibt's denn da? Pass. Es gibt schon einen Shoot'em-up, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Naja, egal. Ja. Ich finde, dass Sebastian spielt, du spielst ohne irgendwelche Tricks und ohne Cheats. Ne? Schalt nochmal zu Sebastian kurz rüber, Robin. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist echt hart, ja. Wie oft hast du es denn jetzt schon durchgespielt, Sebastian? Einmal komplett nur bisher. Okay. Und du bist jetzt bei deinem ersten, also noch beim ersten Versuch, oder hast du schon mal angesetzt, eben neu? Nee, aber beim ersten Versuch heute. Ich meine, die Stage ist schon gemein, das muss man schon sagen. Man muss da wirklich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da beim ersten Mal durchkommt. Also egal, wie gut jemand ist. Aber hey, ich lasse mich gerne. Man hat ja dann auch Continues an dem Moment. Also. Genau, weil sonst wäre es zu biestig geworden, glaube ich. Also wenn man an der Stelle stirbt und dann wirklich komplett alles nochmal neu spielen müsste, dann schon, das wäre dann schon sehr arg. Escalation. Jetzt kommt er nochmal. Auch dieses Escalation so schön, was da gerade bei dir kommt. Das ist auch so, hat sowas von Darius damals, ne? Mit diesem Warning, Escalation. Ja, natürlich, klar. Ikaruga in meinem Fall. Also ich verehre halt auch Ikaruga, hat genau dasselbe, ja. Ist das der Endgegner? Ja, ne? Einer. Ja, aber er kommt dreimal. Ja. Aber was zeigt das Escalation im ersten Teil an? Ich habe jetzt da keine große Änderung festgestellt. Dass es schneller wird, glaube ich. Dass irgendwas kommt, was ein bisschen mehr Druck hat. Im Reshoot A habe ich es dann konsequenter umgesetzt. Ja, da kommt wirklich ein Bossgegner. Oliver hat gerade Humor im Chat, der Oliver, von dem wir vorher gesprochen haben. Er schreibt, man wächst doch an den Aufgaben. Ein Reshoot A, die Make für den TI-99 wäre kultig. und dann noch eine Antwort an Comprisma. Ja, die Videos von heute werden wir auf YouTube veröffentlichen, irgendwann in den nächsten Tagen, Stück für Stück. Bei Twitch, die ja irgendwann auch löscht wieder. Also das kommt auf jeden Fall nochmal aus der Konserve, auf jeden Fall. Richard, ich habe nochmal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du meinen Screen jetzt sehen kannst. Ist es normal, dass die Wolken hier so pink sind oder ist das ein Emulatorfehler bei mir oder FPGA-Fehler? Oh je, jetzt muss ich ehrlich sein und stark. Also pass auf. Ich glaube, es ist ein Fehler, oder? Ich bin farbenblind. Oh nein. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich gedacht, es wäre grau. Ich bin wie 20% der Männer, glaube ich, sind ja farbenblind. Die meisten wissen es nur nicht. Ich habe es tatsächlich gewusst. Deswegen, immer wenn ich irgendwie was an der Grafik rumstöpsel, dann gucke ich mir tatsächlich in Zahlen, also die Zahlenwerte an. Welche Farbe ist denn das da? Man kann es dann im Malprogramm oder auch am Amiga mit den RGB-Farbwerten kann man es dann sehen. Ja. In dem Fall ist es so, dass diese Wolken oder die Farben sind errechnet. Da gibt es also keine fixen Werte für. Und es soll so sein. Es gehört leider so, ja. Aber ich habe auch da wieder dazugelernt, in Proxima 3 wird es auch wieder so einen ähnlichen Effekt geben. Und da werden mich Leute unterstützen, die wirklich sehr viel die Farben einfach besser erkennen können als ich. Cool. Es ist so krass, dass da jemand wirklich live dieses Ding da eben mal so live durchspielt. Ich kann es nicht fassen. Ich bin jedes Mal begeistert. Ich auch nicht. Auch noch einmal kurz an den Chat, da kommen Vorschläge, was wir irgendwann mal im Podcast oder so machen sollen. Bitte eine Mail anschreiben, dann nehmen wir das gerne mal mit in die Wunschlisten mit auf. Reline ist eine gute Idee, haben wir auch schon mal überlegt. Aber wir müssen auch immer Leute finden, die dann
Experten sind. Ja, schreibt einfach eine Mail, wenn ihr sowas gerne mal irgendwann hören wollt oder sehen wollt. Hast du es schon? Ja. Kurz eine Sekunde Musik gehört. Ja, also die Musik ist halt echter Knaller. Ich meine, ich wusste, dass die Musik gut ist, als ich das Reshooter mal bei einem Retro-Event aufgelegt habe, und zwar noch vor Release, so ungefähr ein Jahr vor Release. Und das war irgendwo in Norddeutschland. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, ich habe es aufgelegt und ich habe mir von meinem Tischnachbarn damals bei dem Retro-Event die Saunalage ausgeliehen, also zwei fette Boxen hingestellt, das Spiel gestartet. Und das war so ein Sonntagnachmittag, der Retro-Event war schon am Abflauen. Und die haben dann die Türen für alle geöffnet. Das heißt also nicht bloß irgendwie Retro-Liebhaber durften rein, sondern einfach jeder, der aus dem Ort so Lust hatte, reinzugucken, ist dann auch reingelatscht. Und dann kamen so ein paar Mädels rein, die, glaube ich, an dem ganzen Gaming-Zeug so gar kein Interesse hatten. Aber die sind zu Martins Musik abgetanzt. Ja? Also die haben sich dann vor die Lautsprecher gestellt und haben da volles Tanzen angefangen. Ne? Und Martin, du hast ja, glaube ich, mal so eine ähnliche Geschichte gehabt. Du bist ja DJ so nebenbei mal, ne? Ja. Und dann hast du es ja, ich habe mal ein Video gesehen, wo du es auch mal aufgelegt hast oder einen Remix aufgelegt hast oder sowas, genau. Dann, wo dann die ganze Crowd voll abgeht und so, ja. So sieht es zumindest in dem Video für mich aus. Und das ist es auch, ja. Ja, und ich meine, daran merkst du halt, dass die Musik einfach schon funktioniert. Apropos, da kann man auch noch vielleicht verraten, dass die Musik ist ja auf dem Amiga. Moment mal, ich glaube, da hat gerade jemand Reshooter durchgespielt. Ja. Ja, oder? Ja. Wahnsinn. Yeah. Krass. Wie krass ist das? Ich finde das eher frustrierend. Ich habe das auch gestern noch mal versucht und ich finde es einfach anspruchsvoll. Ja, aber auch geil, wenn es dann jemand mal schafft. Ne? Natürlich. Also, beeindruckend, muss schon sagen. Aber es ging auch nur mit dem neuen Joystick. Also ich habe jetzt hier mir diesen Arcade-Joystick extra bestellt, der halt so schöne Samba-Buttons und so Dings hat und einen schönen leichtes Rütteln hat, weil mit dem normalen Competition Pro kam ich einfach echt nicht mehr weiter. Also. Aber weißt du was, den Stick, da kannst du mir mal bei Gelegenheit die Bezugsquelle nennen, weil den finde ich schon sehr, sehr schick. Ja, der ist auch ziemlich cool. Also der macht richtig Spaß. Ja. Ich habe den jetzt aus Frankreich bei Amedia bestellt, Okay. Weil irgendwie in Deutschland war der nicht verfügbar. Okay, das sieht so richtig schwer aus, ne? Das geht, ja. Also es steht auf jeden Fall schön auf dem Tisch und du kannst halt wirklich, du hast halt wirklich, dass du ein Gewicht hast und einfach, es gibt den sogar in der Rechts- und der Linkshänder-Variante, aber ich... Sebastian, zeig dir mal ein bisschen mehr in die Kamera. Ich finde das ganz gut, wenn man den mal sieht. So. Und ich muss ja dazu sagen, ich spiele das Spiel überhaupt nicht auf einem regulären Amiga, sondern ich spiele es auf der Vampire, auf der Vampire V4. Ach, okay. Und es ist nämlich witzigerweise, es würde mich mal interessieren, was ist denn der Unterschied zwischen der Amiga und der Aros-Version? Weil ich habe die Vampire bekommen mit Apollo OS, das ist ja so ein Aros-Verschnitt. Ja. Und da ist eine Reshooter-Demo drauf, das erste Level. Das hat mich auch erstmal 2-3 Tage beschäftigt, tatsächlich. Ja. Und dann ist halt eben so die Sache, dann habe ich es für die Aros-Version gekauft, für dieses Apollo OS, da lief das dann auch drauf. Ja. Aber es läuft auch auf dem Amiga OS. Wo ist denn der Unterschied so richtig? Der Unterschied ist ganz einfach nur der, dass das Aros, das ist ja quasi so eine Emulation des Original-Amiga-Betriebssystems, wenn man so will. Und aber ein paar Dinge macht Aros eben anders. Und zwar zum Beispiel, wenn du eine Diskload-Routine aufrufst, dann gibt es andere Fehlercodes oder es gibt die Fehlercodes auf eine andere Art und Weise zurück. Also es gibt ein paar Wege, wie du, wenn du von Festplatte oder aus der RAM-Disk lädst, wie du danach checken kannst, ob das File auch tatsächlich korrekt geladen wurde oder nicht. Und ich habe da ein paar Abkürzungen gewählt, die auf dem Amiga OS funktionieren, auf Aros aber leider nicht mehr. Das habe ich aber erst festgestellt, nachdem ich eben auch mal das Spiel für die Vampire anpassen sollte. Also wir haben da so ein bisschen zusammengearbeitet, okay. Die Vampire-Jungs und ich. Und da habe ich eben gesehen, okay, es ist notwendig, hier ein paar Kleinigkeiten zu modifizieren. Das heißt, die Aros-Version ist im Wesentlichen identisch. Also du wirst jetzt nichts feststellen, was schöner ist oder besser oder größer oder irgendwas, nichts dergleichen. Es läuft nur einfach auf der Vampire. Und mit Aros wohlgemerkt, ja. Wenn du auf deiner Vampire allerdings das ganz normale Amiga OS installiert hast, dann kannst du auch die CD32-Version spielen. Die wollte ich mir jetzt holen eigentlich, weil ich habe noch ein CD32 irgendwie, was auf mich wartet bei einem Kumpel. Ich wollte eigentlich heute am 1200er spielen, da ist aber der Ton kaputt. Der hat leider wohl ein Elko-Problem und muss in Reparatur. Ja. Ganz kurz einmal nochmal Grüße in den Chat an Pixel
F2P2. Er schreibt also zufällig heute bei Twitch entdeckt und ist begeistert, dass wir hier C40 und Amiga-Sachen auch besprechen. Und er bedankt sich für das mega interessante Programm. Kleiner Tipp an dich, retrokompott.de. Da sind noch so ein paar hundert Stunden über Amiga und C64. Falls du zu wenig hast, wird uns freuen und dich hier regelmäßig hören und sehen. Also danke für den Hinweis und auch danke an die Teilnehmer schon mal im Vorwege. Ein paar tausend Stunden, Patrick, jetzt mach uns nicht kleiner. Ich wollte ihn nicht völlig entmutigen, Mann. Ich muss doch immer ein bisschen untertreiben, was glaubt ja keiner. Ja, die 100. Folge lohnt sich zum Einstieg beim Podcast. Die ist ja unter einem, nee, die ist über einen Tag lang. Ich wollte nicht weiter darüber reden. Danke, wie gesagt, an den Chat und auch an euch schon mal, wie gesagt, weil das wirklich interessant ist. Ihr könnt noch ein bisschen weitermachen, da geht es jetzt nicht. Ich wollte nur einmal darauf eingehen. Ich habe eine Kleinigkeit noch. Ich wollte nur anmerken, das ist das erste Mal, dass ich es jetzt am Stück durchgespielt habe. Okay. Ich habe tatsächlich sonst nur mit Continuous durchgespielt und jetzt eben, das war jetzt tatsächlich einfach nur am Stück. Also von daher habe ich das gerade am Highscore gemerkt, dass der 200.000 höher ist als mein bisheriger Highscore. Wie krass. Deswegen, weil sonst habe ich ja immer nur den Highscore von meinem Continuous, weil die anderen Highscores gehen ja dann flöten. Also könntest du dich jetzt, wenn du Bock hast, könntest du dich auf der Global Ranking Highscore Table eintragen? Zu spät, ich habe den Code schon weg. Ich muss nochmal durchspielen. Das geht ja so im Vorbeigehen. Sebastian, sag eben deinen Highscore, dass wir ihn auch mal hören. Wie viel hast du jetzt in diesem Durchgang? Ist das noch angezeigt? 453.000 irgendwas. Also da sind noch zwei Nullen vorne dran möglich. Von daher weiß ich nicht, was ich alles noch abknallen soll, dass das irgendwie da noch wirklich da zwei Nullen vorne dran kommen. Naja, also ich meine, das Offensichtliche sind halt so ein paar Endgegner, die man jetzt theoretisch, es gibt da so ein paar Endgegner, wo du theoretisch ständig kleinere Gegner abfeuern könntest, bevor du dich dem tatsächlichen Bossgegner widmest. Und das sind so Stellen, wenn man da richtig bockt, also da muss man aber echt ein bisschen, da muss man schon viel Geduld haben, dann könnte man sich da stundenlang hinstellen oder vielleicht auch automatisiert was spielen lassen, um da noch Punkte zu sammeln. So dieser Endgegner im dritten Level, wo dritten oben Level. Die Flieger rauskommen, unten Flieger. Ganz genau der, von dem rede ich. Das wäre theoretisch denkbar, aber also du kannst diese beiden Nullen auf legalem Weg nicht, eigentlich nicht füllen. Gut. Richard, weißt du deinen eigenen Highscore? Wie viel hast du in deinem eigenen Spiel schon erreicht? Ach, das ist so traurig. So 140, 150 vielleicht. Echt? In dem Dreh. Ja, das ist nicht ganz schlecht. Bitter. Ganz bitter ist das. Ja, ihr seid alle viel besser als ich. Wann gibt es denn den dritten Teil? Hast du eine Planung? Wann der? 2020 habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. hat ja gut geklappt. Deswegen frage ich ja, aber ich wollte nicht so gemein sein und wieder mit der Zahl ins Haus fallen, weil also, ein Spiel dauert ehrlich, so lange, wie es dauert. Besser ein komplett gutes Programm als etwas, was man husch, husch, wir müssen es vor Weihnachten noch rausbringen. Ne? Also ganz ehrlich. Das außerdem ist immer vor Weihnachten. Es ist schon so, ich hatte ursprünglich vor, in einem Jahr fertig zu sein, also ein Jahr nach Entwicklungsstart. Das wäre dann im, so Mitte 2020 gewesen. Corona hat mir da ein bisschen Streich gespielt, weil ich schlichtweg, dadurch, dass ich auf meine Tochter, Kindergarten ist ausgefallen, muss ich vielleicht kurz dazu erzählen, Kindergarten ist ausgefallen, das heißt, ich bin die ganze Zeit zu Hause gewesen, musste dann nachts arbeiten, also meine reguläre bezahlte Arbeit erledigen, konnte also nachts, wo ich normalerweise an Reshoot Proxima gearbeitet hätte, konnte ich nicht mehr an dem Spiel arbeiten, das hat mich so 2-3 Monate ungefähr gekostet. Dazu kommt noch, dass hier dasselbe passiert wie bei Reshooter auch, nämlich dass Kevin und Martin und ich, wir basteln so vor uns hin und haben dann immer wieder neue Ideen und entdecken immer wieder neue Wege, um das Spiel noch ein bisschen schicker zu machen. Und dann entscheiden wir uns immer dafür, das Spiel lieber schicker zu machen, als jetzt zu releasen. Ein konkretes Beispiel kann ich benennen, dieser Wolkeneffekt, über den wir gerade kurz gesprochen haben, der in Reshooter drin ist, der benutzt tatsächlich nur 7 Farben. Und der könnte aber theoretisch, also rein von der Technik her, könnte er mehr Farben benutzen, nämlich 15. Und also er könnte doppelt so schön sein, wenn man so will. Ja? Und ich habe zuerst in der ersten Version von Proxima 3, bis vor 2 Wochen gab es die, habe ich im Prinzip denselben, einen ganz ähnlichen Effekt verwendet. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, komm, jetzt probierst du mal mit mehr Farben zu arbeiten. Also, und seitdem baue ich halt diesen Wolkeneffekt, um damit er noch ein bisschen schöner ist, ein bisschen nuancierter ausschaut, damit die Wolken noch ein bisschen plastischer und dreidimensionaler aussehen. Und das hat mich jetzt wieder ungefähr 2 Wochen gekostet. Jetzt funktioniert die ganze Sache, aber es hat eben 2 Wochen an Arbeit gekostet. Und und so geht es halt dahin. Also Frage war ja, wann soll das Spiel fertig sein? Antwort ist 2021. Realistisch ist tatsächlich Ende 2021.
Wird das vom Umfang her so ähnlich sein, vom, wie das Reshoot R, oder wie plant ihr das? Wie viele Level oder wie viele Abschnitte wir jetzt haben? Ich glaube eher mehr. Ich glaube eher mehr, ja. Also ist noch nicht ganz klar, ob es 4 oder 5 Stages haben wird, aber auf jeden Fall wird jede Stage 2 Teile haben. Das heißt, also, wir reden von entweder 4 Stages mit 2 Teilen, sind dann also im Prinzip 8 Stages mit ja, unterschiedlichen Herausforderungen. Kann aber auch sein, dass wir 5 Stages zu je 2 Teilen machen. Es hängt ein bisschen davon ab, was Kevin und ich dann noch besprechen. Wir haben wirklich schönes Material schon beieinander und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das verteilen. Es kann auch sein, dass wir nur die wirklich guten Sachen verwenden und dann aber lieber auf 4 Stages alles komprimieren und dann aber nur schöne Sachen verwenden. Oder wir strecken es ein bisschen auf 5 Stages. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber im Endeffekt neige ich immer dazu, lieber weniger Umfang zu haben, aber der Umfang sieht dafür 110%ig aus. Oder hört sich auch 110%ig an und fühlt sich 110%ig an. Ja. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das dann wirklich dieses herauskommt. Ich freue mich besonders drauf, weil ich liebe ja nach oben scrollende Shooter. Das hatte ich dir ja schon damals gesagt. Und dann sagtest du ja dann schon vor 1 oder 2 Jahren, ach, warte mal ab, da könnte was kommen. Jetzt hat es sich ja auch schon ein bisschen materialisiert. Also ich bin da jetzt schon sehr, sehr gespannt drauf. Und die Demos, die du bei dir gezeigt hast, die sahen auch schon toll aus. Da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich immer wieder, wenn du bei Facebook was postest und dann mal wieder so ein Schnipsel zeigst. Und dann denke ich, oh, das sieht echt toll aus. Also das ist, glaube ich, der richtige Weg mit dem von unten nach oben. Ja, freut mich. Natürlich danken wir auch Martin und Sebastian, vor allem fürs mal eben kurz durchspielen. Das war cool. Also es hat mich schon wieder hier ein bisschen frustriert, aber ich fand es einfach cool, dass man das überhaupt machen kann. Aber beruhigenderweise könnte das der Autor ja nicht mal selber, also darf ich da ja auch dann beruhigt sein. Hat noch jemand eine Abschlussfrage, weil das Panel sich auch schon wieder langsam dem Ende neigt? Kleinigkeit technischerseits, wenn ich das auf dem CD32 ohne Hardware-Erweiterung spiele, sind dann Effekte abgespeckt oder schlechter in der Form? Oder? Nein. Nee. Nein. Das ist egal, was für ein Prozessor. Das ist relativ egal, genau. Es gibt 2, 3 Momente, wie es zum Beispiel in der zweiten Stage, wenn diese Meteoriten runterpurzeln, da kann es sein, dass die Framerate mal auf 25 Frames kurz droppt. Aber du solltest das fast gar nicht merken. Also das muss schon geübtes Auge sein, dass das wirklich sieht. Weil das Raumschiff bewegt sich immer mit 50 Frames, das Scrolling bleibt immer bei 50 Frames, nur die Asteroiden selber, die droppen manchmal 25 Frames runter. Aber da muss man wirklich ein gutes Auge haben, um das überhaupt zu bemerken. Ansonsten 1:1. Ja, cool. Dann danke ich allen Teilnehmern dieses Panels. Hoffe, wir hören wieder was von euch demnächst. Wir haben heute Abend noch einen Open-End-Talk. Also da seid ihr auch alle herzlich eingeladen, nochmal zuzustoßen. Das heißt, die Nacht ist beim Retro-Kompott wie immer lang. Also ihr könnt ja jederzeit einfach euch wieder zuschalten. Comprisma fasst es wunderbar zusammen. Vielen Dank an Richard, ein wirklich netter und sympathischer Typ. Hab mit ihm auf der Amiga 34 gesprochen und er findet es toll, dass er sich so viel Zeit für seine Fans nimmt. Also auch nochmal an den Chat oder aus dem Chat dieses Lob an dich. Gerne, ich meine, ihr seid ja alle so krass drauf. Ihr macht hier dieses Event den ganzen Tag. Ihr habt so viele treue Zuhörer. Also, wenn ich da nicht mitmachen sollte, wo dann? Es macht doch echt Spaß. Und das ist ein ganz guter Ersatz für die Retro-Events, die jetzt eben gerade nicht stattfinden können. Natürlich. Auch wenn wir natürlich im Hintergrund immer so einen traurigen Anlass haben mit der Location, wo wir jeden Tag wirklich kämpfen, dass es weitergeht. Natürlich. Aber wir versprechen auch, wenn wir dann das wirklich überleben, alles und das alles weitergeht, werden wir natürlich auch weiterhin vierteljährlich oder so mal Panels machen, einfach um Spaß zu haben. Im Augenblick hat es ja eher so zweischneidige Gründe. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich warte sehnsüchtig auf den dritten Teil. Falls du meine Demo hast zum Testen, ich würde mich freuen. Was ihr da macht. Richie, es wäre noch eine Möglichkeit, falls du mal planst, in Norddeutschland ein Launch-Event zu machen. Na, du weißt ja. Launch-Event, das wäre eigentlich eine coole Sache. Ja, sobald Corona es erlaubt, ansonsten stehst du wahrscheinlich da alleine in deinem Event, aber sobald es erlaubt ist, bist du herzlich eingeladen, bei uns sowas auch zu machen. Den Platz haben wir, wie man im Hintergrund sieht. Jetzt brauchen wir nur noch die passende Umgebung, Hüllung, die wieder da ist. Also auf jeden Fall vielen Dank euch und ich drücke euch alle Daumen der Welt, ja, dass ihr die Zeit gut übersteht und dass es dann ab März, April, was auch immer, wieder aufwärts geht. Hoffen wir auch. Vielen Dank an euch. Wir machen jetzt nochmal kurz einen Trailer und dann geht es auch schon wieder ins nächste Panel. Das geht ja hier wieder Schlag auf Schlag. Eine Stunde geht schnell vorbei. Danke an euch und hoffentlich bis bald. Alles klar. Danke für die Einladung. Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss, Martin.